Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und hab mich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder so ein kleines Kisten-Opening. Wir haben wieder zwei Kisten erspielt und zwar eine Mythic Plus Kiste, da waren wir fleißig, haben einen 17er Key gemacht und noch eine PvP-Kiste. Und in der PvP-Kiste müsste diesmal ein bisschen besserer Loot drin sein, denn wir haben in der Arena ein bisschen höher gespielt und ich hoffe, ich krieg auch mal eine Essenz. Aber jetzt gucken wir als erstes mal in die PvE-Kiste rein. Freihafen 17 waren wir letzte Woche. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal rein. Oh, halt! Moment, ich habe für meinen Transmog. Moment, ich habe es noch gemerkt, auf Wiederherstellung geskillt. Das machen wir jetzt auf Wildheit. Wir wollen nämlich das Motorrad auf 4,5. Warte mal, wir sind jetzt auf Wildheit, ne? Schauen wir nochmal. Wildheit, ja. Ja. Ich will das Motorrad 4,75 haben. Was kriege ich raus? Irgend so ein Ring. Mastery Crit ist ziemlicher Mist. Und was haben wir drauf? Infinite Stars. Ah ja, okay. Ja, es war, also, wenn ich das Motorrad drin gehabt hätte, wäre es natürlich richtig gut gewesen. Aber einen Heiler-Item wollen wir natürlich auch nicht haben und dementsprechend haben wir jetzt nochmal umgestellt. Okay, ja, da sah Alor 16 haben wir jetzt rausgekriegt. Gut, das ist jetzt leider hier kein Upgrade. Ich kann den Ring vielleicht für irgendwas anderes hernehmen, da muss ich mal nochmal gucken. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal einen anderen Spec noch spielen sollte in der Expansion. Wahrscheinlich wird das nicht vorkommen, aber wir gucken mal. Also für Katze und Bär lohnt es sich nicht. Zumindest für PvP-Katze lohnt es sich nicht. Da brauche ich Mastery und Versa. So, jetzt schauen wir mal, was in der Kiste drin ist. Wir haben ein bisschen hochgespielt und zwar sind wir jetzt auf über 2,4. Ich müsste jetzt ein relativ gutes Item rauskriegen und ich müsste vor allem auch die Sens rausbekommen. Und dann schauen wir mal. Ich habe nämlich mit ziemlich krassen Leuten hochgepusht quasi. Oh, da haben wir sogar einen Transmog haben wir gekriegt. Eine Elite-Brust. Jetzt schauen wir mal, was da drauf ist. Ich hoffe doch mal, das ist die gute. Ne, das ist nicht die gute. Aber ich habe, glaube ich, eh schon eine relativ starke über M+. Also die brauche ich auch für ein Zweitspec nicht. Aber eventuell wäre noch ein anderes Hauen-Set für einen Bären ganz praktisch gewesen. Aber okay, die kann ich so, wie sie ist, in die Tonne klopfen. Die ist halt nicht mal im Ansatz. Gut, die ist richtig kacke. Die ist echt kacke. Nee, auch egal für was. Vielleicht für Eule oder so wär die okay. Naja, egal. So, das ist nicht so wichtig. Wir haben aber jetzt hier noch eine Essenz. Und zwar können wir die nur einsetzen. Das ist die 2-4-Essenz, die mir noch gefehlt hat. Die basteln wir jetzt gleich nur rein, würde ich sagen. Und dann müssten wir eigentlich nur noch Essenzen aus, nur noch Essenzen von Ashara fehlen. Und da müssen wir jetzt demnächst mal gucken, dass wir uns einen Run organisieren, Ashara noch holen. Und dann gibt es nämlich auch schon eine Heldentat und einen Titel. Und zwar müsste das Held von Azeroth sein. Der Titel ist jetzt ganz okay, aber dafür muss man halt extrem viel tun. Und deswegen ist er eigentlich schon ganz cool, wenn man den hat. Und eine Heldentat mehr, sagen wir so, würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Zumal, weil wir jetzt natürlich schon fast alles haben. So, das ist nämlich jetzt die vorletzte Essenz, die ich für jeden Spec brauche. Jetzt hauen wir die einmal rein. Sodala. Gut, da haben wir sie. Konflikt und Zwietracht. Und jetzt, wie gesagt, brauchen wir hier noch von der Queen eine Essenz of Tank für den Tank-Spec. Und dann haben wir hier DD und Heiler-Spec auch noch von der Queen. Und da müssen wir mal gucken, dass wir demnächst einen Run organisieren. Die Items waren jetzt leider beide irgendwie nicht brauchbar. Aber naja, so ist es. Ein bisschen mehr. Hier Echos von Nyalotha gab es natürlich wieder. Die kann ich auch brauchen, um dementsprechend ja ein bisschen zu boosten. Oder für mich jetzt so ein bisschen Dings zu laufen, Visions. Aber sonst war das leider keine gute Ausbeute. Und ich hoffe, nächste Woche ist dann hoffentlich mal so ein 475er Bike drin. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal gerne wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.